So Leute, herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Jawohl. Ja, Pasch macht hier den Quizmaster und es tut mir leid, wenn der Hintergrund ein wenig stockt, weil Pasch überträgt das gerade und irgendwie macht die Übertragungsseite gerade ein bisschen Mist. Ja, egal. Aber solange wir ordentlich spielen können, ist das ja alles relativ egal für den Anfang. Ja, vielen Dank für das Zwischenprojekt. Wolf hat sich bereit erklärt, sich hier auf den heißen Stuhl zu setzen, um 1 Million virtuelle Euro zu spielen. Wer sie aus dem Fernsehen kennt und wer sie nicht aus dem Fernsehen kennt, den möchte ich dazu gratulieren, dass er heute unter dem Stein, unter dem er für die letzten 20 Jahre gelebt, endlich herausgekommen ist. Und ich hoffe, ihr könnt euch gut an die Welt akklimatisieren. Aber für die, die es kennen, wir spielen nicht ganz die Variante, die im Fernsehen gespielt wird. Wie ihr vielleicht jetzt auf eurem Bildschirm sehen könnt, sind ein paar andere Joker, weil wir hier natürlich kein Publikum haben und auch niemanden, den wir anrufen können, die Telefon-Joker und der Zusatz-Joker durch andere ersetzt worden. Publikums-Joker sind ja zum Glück nur Prozent, die sind in der Fragen-Datenbank drin, also den können wir trotzdem nehmen, aber der Telefon-Joker wurde ersetzt durch die zweite Chance. Kannst du vielleicht das nochmal wiederholen? Du hast eben wieder etwas gestockt. Ach so, ja. Die Joker sind ein bisschen ausgetauscht, weil wir haben kein Studiopublikum. Und natürlich auch niemanden, den wir anrufen könnten, falls der Wolf Hilfe braucht, eine Frage. Deswegen haben wir den Telefonjoker ausgetauscht durch die zweite Chance. Die erlaubt es ihm, einmal eine Frage falsch zu beantworten, aber trotzdem weiterzumachen bei derselben Frage. Muss er aber vorher nehmen. Also ziemlich automatisch. Und das ist das Risiko, weil austauschen Joker, wodurch er eine Frage, die er nicht so toll findet, einfach durch eine andere austauschen darf, was es ist. Alle anderen Joker sind nach wie vor genauso, wie sie sind. 50-50 löscht 2 falsche Antwortmöglichkeiten. Und der Publikum-Joker, der zeigt ein paar Prozentzahlen an, die ein virtuelles Publikum uns dann bereitet und die normalerweise recht zuverlässig sind. Und ansonsten halt Wer wird Millionär, ne? Ich glaube, ich muss die Regeln von Wer wird Millionär jetzt nicht erklären. Ja, also kurz nochmal zusammengefasst, es gibt 15 Fragen und wenn man es schafft, alle 15 zu beantworten, kriegt man 1 Million. Beantwortet man eine Frage falsch, fällt man auf die letzte Sicherheitsstufe, hier im Bild weiß markiert zurück. Sollte man keine Sicherheitsstufe haben, fällt man auf 0 Euro zurück. Sollte man sich für die... Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, jetzt... Danke. sollte man sich für die Risikovariante entscheiden, fällt die Sicherheitsstufe auf 16.000 Euro weg. Ja, aber ich dafür glaube, hat man einen Joker. Ja, dafür hat man den vierten Joker. Ich möchte das Ganze aber so spielen, wie ich es wirklich spielen würde, wenn ich jetzt auch beim Herrn Jauch auf dem Stuhl sitze. Okay, dazu komme ich jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an den Kandidaten des Abends, Herrn Wolf. Na? Publikum klatscht nicht, aber danke. Yes. Danke. Publikum mag mich nicht. Ach, jetzt. Wie in den ersten Aufnahmen von Lost Levels. Ja. War es Lost Levels oder welches war das, wo draußen die Leute geklatscht haben? Ja, das war. Das war L8 von Super Mario 1 war das. Okay. Da haben die Leute draußen auch immer geklatscht und immer im falschen Moment. Aber ist okay. Ist okay. Danke. Ja. Danke. Hoffentlich klatschen sie diesmal nur im richtigen Moment. Egal, also, 15 Fragen sind vor dir. Du musst gerade sagen, welche Variante du spielen willst. Richtig. Denn du möchtest so spielen, wie du auch beim Jauch auf dem Stuhl spielen würdest. Und dem wäre... Punkt, Punkt, Punkt. Richtig, ich würde die sichere Variante nehmen, weil ich einfach zu viel Angst hätte, komplett auf 500 Euro runterzufallen. Okay. Dann spielen wir natürlich die sichere Variante. Für dich gibt es also keinen Joker. Man muss dazu sagen, Frage tauschen ist natürlich auch weitaus weniger wertvoll als der Zusatzjoker in der Sendung. Also kann man eigentlich verstehen, diese Entscheidung. So, dann fangen wir aber an mit 50 Euro. Bist du bereit? Ich bin bereit. So, Herr Leggio, zeigen Sie mal. Ja, zeigen Sie mal die erste Frage, ja. Gut, dann fangen wir an. 50 Euro. Weil Briefe nicht nur Erfolgsmenschen zugesteckt werden, bekommen auch die Morsezeichen, Schriftrollen, Rauchsignale oder Flaschenpost. Auch die Flaschenpost, ja gut. Ja, die ersten Fragen.
echt. Ah, es liegt doch etwas. Lockst du meine. Achso, meine Antwort ist schon durch. Ja. Ja, hoffentlich ist das so machbar. Ja, ich hoffe es. Auf meinen Geschmack trifft das. Starrt zu mir rüber. Kommt auf mich zu. Spricht an. Oder will meine Handynummer. Ja, das ist natürlich eine schwere Frage. Das spricht mich an. Das spricht ihn an. Loggen wir auch sofort ein. Und das ist natürlich richtig. 100. Jetzt mal 200. Nach einer Flasche Gin hat sich auch die Queen einen. In der Krone, am Zepter und im Thron oder im Hermelin? Naja, vielleicht liegt die Queen dann unterm Thron, aber an sich ist es in der Krone. An sich ist es in der Krone. Richtig. 300. Zwei Fragen noch bis zur ersten Sicherheitsstufe. Bin ich mit dem BAP verabredet, führt das dazu, dass ich den Wörthersee, Tegernsee, Gardasee oder Wolfgangsee? Okay. Jetzt blamier ich mich auf ganzer Linie. Ich habe keine Ahnung. Das ist immer so auch meine Phobie. Dass ich irgendwie bin so komplett aus dem Schlaf stehe. Aber eigentlich ist das machbar. Es ist völlig machbar. Man muss einfach mal hier die Frage noch mal richtig lesen und sich überlegen, okay, was soll eigentlich hier nur als einziges richtig sein? Sind ja anscheinend vier Seennamen. Ja, D. E. Ja. Es geht hier nämlich um den werten Herrn Wolfgang Niedecken. Oh. Muss man nicht wissen, aber... Ich hatte sehr überlegt, ob er nicht mit Nachnamen vielleicht Wörter heißt. Ja, das ist natürlich das Einzige, wo man da noch stolpern kann. Aber Wörthersee gibt er nicht wirklich. Also, ich weiß nicht, kein Wolfgang sehen irgendwo. Ja, das ist so der einzige Trost. Egal. Wir haben die 300, wir machen weiter mit den 500. Wenn du die Frage packst, dann hast du die noch sicher. Was fehlte der brasilianischen Nationalmannschaft beim historischen 1:7 gegen Deutschland auf jeden Fall? Halbschwergewicht, flinke Beine, eine harte Linke oder Neymar-Qualitäten? D ist noch nicht angezeigt. Das dürften dann die Neymar-Qualitäten sein. Das sind auf jeden Fall Neymar-Qualitäten. 500 Euro! Obwohl es natürlich auch Quatsch ist, in einem Teamsport alles auf einen Mann zu schieben, aber... Trotzdem. So, die ersten 500 sind schon mal gepackt. Wir machen uns jetzt direkt weiter zu der 1000. Bei welchen Tieren gibt es nahezu keine Vertreter, deren Haut, Panzer, Haar oder Federkleid von Natur aus in Grün gehalten ist? Oh. Sind das Amphibien, Vögel, Säugetiere oder Insekten? Okay. Ganz einfaches Ausschlussverfahren. Amphibien gibt es in Grün. So. Feierabend. So. Vögel. Gibt es grüne Vögel? Blamier mich hier auf ganzer Linie. Ich hab schon Mut dazu, hier mitspielen zu wollen. Gut, Vögel fällt mir gerade kein grüner Vogel ein. Es gibt sie bestimmt, aber mir fällt gerade tatsächlich keiner ein. Gut, Insekten. Gibt es grüne Insekten? Ganz spontan würde ich sagen, die Heuschrecke ist ein Insekt. So. Kann man so behaupten, ja? Heuschrecken sind, oder Grashüpfer sind teilweise grün, genauso wie Gottesanbeterinnen, fallen also raus. So, dann bleibt jetzt noch Säugetiere und Vögel. Das heißt entweder ein Vogel mit grünen Federn oder ein Säugetier mit grüner Haut oder grünen Haaren.
Fällt dir denn irgendein Säugetier mit kaputten Haaren ein? Gerade nicht, nein. Mir fällt allerdings gerade auch kein Vogel mit grünen Federn ein. Das ist natürlich etwas belastend, ja? Jetzt kenne ich allerdings auch nicht so viele Vögel. Und ich würde sagen, es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass ein Säugetier grüne Haare hat, da grün eine Signalwirkung ist. Jetzt möchte ich allerdings auch keinen Mist erzählen. Kannst du bitte den 50-50 für mich nehmen? Den 50-50? Okay. Dann nehmen wir natürlich den 50-50-Joker. Kein Thema. Und... Den hätte ich mir auch sparen können. Es tut mir unendlich leid. Ich habe keine Kontrolle darüber, wegfallen möchte, an dieser Stelle nur mal gesagt haben. So, jetzt reicht's, ich nehme die Säugetiere. Ich will nicht noch einen Joker verschwenden. Er nimmt die Säugetiere. Vögel, spontan ein Vogel, der komplett grün ist, fällt mir jetzt nicht ein, aber hast du schon mal einen Pfau gesehen? Ah, ja, stimmt natürlich. Grüne Federn. Pfaue, die haben, oder Pfeue oder was, Pfaus, keine Ahnung, auf jeden Fall, die Mehrzahl von Pfau. Die haben nämlich, da wohnen grün, sind die Säugetiere demnach richtig. Ja, ich hab ja sehr auf Säugetiere tendiert. Ich hätte bloß gerne gehabt, dass man die Vögel noch mit dem 50-50 rausschmeißt. Aber das fiel ja jetzt flach. Ja, der 50-50 ist halt immer so ein bisschen Zockerei. Man weiß nie, ob die Antworten, die man ausschließt, jetzt direkt rausgekickt werden. Bei dir war das halt der Fall. Neben der 50-50 ein wenig in den Wind geschossen, aber gut, passiert. Passiert. Wir machen weiter mit... Was muss seit dem 1. Juli 2014 vom Autofahrer in seinem Wagen mitgenommen werden? Ist das die Warnweste, das Navigationsgerät, der Erste-Hilfe-Koffer oder die Winterreifen? Also Winterreifen müssen meines Wissens nach nicht zwangsweise mitgeführt werden, zumindest nicht im Sommer. Im Winter ist... Ist, glaube ich, wichtig, dass die am Auto sind. Das Navigationsgerät, das ist keine Pflicht. Das ist Kür. So, Erste-Hilfe-Koffer oder Warnweste? Ich meine, ich hätte seinerzeit mitbekommen, dass man zumindest eine Warnweste für den Fahrer dabei haben muss. Und besser wäre es aber, noch Warnwesten für die anderen Fahrer mit dabei zu haben. Dementsprechend A, die Warnweste. A, die Warnweste. So, und jetzt falle ich runter, weil es der Erste-Hilfe-Koffer war. Also, der Erste-Hilfe-Koffer muss grundsätzlich tatsächlich vom Autofahrer in seinem Wagen mit werden. Das war aber auch schon vor dem 1. Juli 2014. Dachte ich mir. Seit dem 1. Juli 2014 muss man führen die Warnweste. Also, da haben wir keinen Joker gebraucht, ist doch schon mal gut. Wir sind jetzt noch 3 Fragen entfernt von der nächsten Sicherheitsstufe. 2 Joker immerhin, oder? Ja. Dann schauen wir uns mal die 4.000-Euro-Frage an. Was liegt hierzulande derzeit bei unter 2%? Oh, Prozentfragen, die sind immer schwer. Inflationsrate. Arbeitslosigkeit. Ist das der Mehrwertsteuersatz? Oder der Pfand im Bundestag? Mehrwertsteuer müsste... Ist die nicht bei 19%? Also das dürfte... Ich erzähle wahrscheinlich jetzt absoluten Quatsch, aber das dürfte rausfallen. Arbeitslosenquote ist deutlich höher. Frauenanteil im Bundestag ist auch höher. Da bleibt eigentlich nur die Inflationsrate. Ich nehme sie. Er nimmt die Inflationsrate und die ist bei knapp 1,9 irgendwas Prozent. Damit ist diese Antwort absolut richtig. Mehrwertsteuer waren doch 19%, oder? Ja, 19% für Güter und 7% für Nahrungsmittel, soweit ich weiß. Aber beides auf jeden Fall deutlich. Ja, gut. So, 4.000 Euro haben wir sicher. Immer noch 2 Joker. Für die nächsten beiden Fragen brauchst du trotzdem noch mindestens zur zweiten Sicherheitsstufe. Und dann hat sich die sichere Variante ja schon ausgezahlt. Ja, dann... 8.000.
Cosma Schieverhagen, ihre Mutter Nina und ihre Oma Eva Maria gehören zu den Synchronsprechern des aktuellen Kinofilms. Hey, die Biene Maya, Pinocchio oder Sindbad? Ah. Von wann ist diese Frage? Aus dem Jahr 2014. Aus dem Jahr 2014. Okay, das wäre nämlich eine wichtige Frage, weil soviel ich weiß, ist keiner dieser Filme aktuell. Ist wirklich keiner von denen, aber 2014 waren die aktuell. So, jetzt muss ich mal überlegen, was war denn 2014? Kam 2014 ein Sindbad-Film raus? Ich glaube, ich erinnere mich an keinen. Kam ein Pinocchio-Film raus? Ich glaube, es kam auch 2014 kein neuer Pinocchio-Film raus. Bei Heidi und bei Biene Maya bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, es wäre noch was von der Biene Maya zu hören gewesen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Und da ich dieses Publikum zum Glück nicht beeinflussen kann, nehme ich den Publikumsjoker. Alles klar. Er nimmt den Publikumsjoker, das war Cosma Schieverhagen, ihre Mutter Nina und ihre Oma Eva Maria gehören zu den Synchronsprechern des aktuellen Kinofilms Heidi, Biene Maya, Pinocchio oder Sindbad. Virtuelles Publikum, bitte jetzt abstimmen. Und ihr könnt auch gerne Kommentare unter das Video setzen. Yeah. Okay, dann war mein... Entweder ich habe ein virtuelles Publikum beeinflusst oder meine Intuition war richtig und es ist die Biene Maya. Wollen wir uns demnach auf deine ja, Intuition... Ja, bitte. Und auch das. Okay. Biene Maya. Biene Maya wird eingeloggt. Und 96% des Publikums liegen Gott sei Dank nicht falsch. Ja, wäre auch komisch gewesen, wenn es dann Heidi gewesen wäre. 0% des Publikums hätten das gewusst. Das ist traurig. Das wäre traurig. Das wäre wirklich tatsächlich ziemlich traurig. Aber Joker war leider auch nicht ganz so notwendig. Also ja, meine Joker waren alle insgesamt nicht so notwendig. Einen hast du ja noch, die zweite Chance. Vielleicht brauchst du die ja schon bei der 16-Euro-Frage. Wenn nicht, dann hast du wenigstens einen Freischuss auf 32. Schauen wir mal. Das stimmt. Beim Zehnkampf müssen die Leichtathleten sowohl bei der ersten als auch bei der letzten Disziplin Sportfrage. Springen, werfen oder schießen? Zehnkampf. Laufen oder springen? Laufen oder springen? Ich nehme den Joker. Ich möchte es jetzt nicht verkacken. Okay, alles klar. Dann hätte ich jetzt gerne deine erste Antwort. Ich meine, die erste Disziplin wäre ein Hürdenlauf. Dementsprechend käme springen oder laufen. Ich nehme jetzt laufen. Okay. Dann müsste das letzte nämlich ein Sprint sein. Am Anfang eines stehen erstmal 100 Meter Sprint und am Ende 1,5 Kilometer Weitlauf. Demnach ist Laufen richtig. Okay, dann habe ich zwar meine Begründung falsch gehabt und den Joker wieder verballert, aber ich bin auf 16.000, ich bin sicher. Das heißt, die nächste Frage habe ich ja theoretisch auch einen Freischuss, weil wenn ich falsch mache, falle ich auf 16.000 zurück. Genau. 16.000 sind jetzt absolut sicher, die kann ja absolut keiner mehr nehmen. Es sind leider keine Joker mehr da, aber vielleicht wird das ja eine Frage, die ist. Wir schauen uns die doch einfach mal an. Bei den auch hierzulande beliebten aus Indien stammenden Holi-Festen sieht man meist Menschen Gedichte vortragen, in Rikschas fahren, mit Farbpulver werfen oder im Sand buddeln. Das ist schwer. Ich habe noch nie ein Holi-Fest gesehen. Holy moly, keine Ahnung. Du hast im Grunde einen Freischuss, also versuch mal irgendwie... Ja, irgendeine Antwort muss ich machen. Also entweder es ist eine Parade, in der Leute in Rikschas fahren, was ich allerdings nicht glaube. Gedichte vortragen, glaube ich auch eher nicht. Ich hätte jetzt mit Farbpulver werfen gesagt. Mhm. Deswegen nehme ich C. Wollen wir einloggen, alles klar. Weil den Rest kann ich mir so einfach nicht vorstellen, dass man das besonders an einem festzieht.
Ja. Holifest. Ein Frühlingsfest aus Nordindien. Da ist das ursprünglich entstanden. Heißt dort auch das Fest der Farben und deswegen wird man damit Farbpulver. Das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, die ich mit einem Joker wahrscheinlich abgesichert hätte. War aber ja nicht notwendig. Man konnte einfach mit ja, keiner meiner Joker war notwendig. Ich habe sie trotzdem genommen. Das ist leider, richtig. Also die Joker-Nutzung in dieser Runde war jetzt leider nicht so das Gelbe vom Ei. Aber wir haben es ja trotzdem. Stell dir mal vor, ich hätte keinen Joker benutzt. Ich wäre trotzdem auf 64 hochgekommen, also auf 32 hochgekommen und hätte jetzt noch alle Joker. Das wäre ja auch langweilig. Also gut, weiter geht's. Weiter geht's. Wir stehen bei 32 Punkten. Jetzt hast du leider keinen Freischuss mehr. Also entweder verdoppelst du jetzt dein Geld oder du hältst es. Du hältst es. Diese Möglichkeiten. Schauen wir mal, welche es wird. Die 64.000 Euro Frage lautet so. Wie viel Zeit liegt zwischen Napoleons und Abbas? Sind das 35 Jahre, 88 Jahre, 159 Jahre oder sind es 212 Jahre? Geschichtsunterricht aufgepasst hätte. Ja. Also 34 Jahre ist zu kurz, das kann überhaupt nicht sein. So alt ist Napoleon dann doch nicht. Der ist noch viel älter, meine ich. Ja. Aber er ist noch nicht so alt. So. Jetzt müsste ich überlegen, wann war Abbas Waterloo? Das ist eine viel schwerere Frage, als wann war Napoleon? So leicht eingrenzen, also zumindest ins Jahrhundert kann man ja schon. Ja, also das war auf jeden Fall im 19. Jahrhundert. Was? Aber, Entschuldigung. 20. Jahrhundert, 1900 irgendwas. 1980 würde ich sagen, in dem Dreh rum. Vielleicht auch früher. Dann müssen wir wissen, wann die Schlacht bei Waterloo war. Richtig. Schlacht bei Waterloo. Ich tendiere zwischen B und C. Ich riskier's C. Er riskiert's. C. 64.000 Euro. Wir loggen das ein. Vielleicht war es doch D. So. Meine erste Intuition hat so um die 200 Jahre gesagt. Vielleicht hätte ich doch D nehmen sollen. Intuition hatte ich bisher, oder hätte, sagen wir mal, wenn du dich nicht immer mit Jokern abgesichert hättest, hätte dich deine Intuition getragen. Abbas Waterloo wurde erstmals herausgebracht am 4.9.1974. Also lagst du gar nicht mal so weit davon entfernt. Die Schlacht bei Waterloo, die war am 18. Juni 1800. 15 und damit liegen wir zwischen 159 Jahre. Puh. Und da hat der Joker und jetzt zockt er sich nach und nach nach oben. Ja, also unfassbar. Nachdem ich den ersten Joker schon bei 300 Euro fast eingesetzt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass ich so weit komme. Ajo, 60.000 Euro. Fünfstellig und jetzt mit einer weiteren richtigen Antwort könnte es sogar sechsstellig werden. 125.000 Euro. Mal schauen, ob er hier noch weiterkommt oder ob jetzt auch irgendwann mal Schluss ist. Ich hoffe auf eine sehr spannende Frage, eine, bei der man nicht direkt sagt, keine Ahnung, sondern wo man sich vielleicht noch so ein bisschen in eine Antwort reinreden kann. Wer weiß? Wir werfen mal einen Blick darauf. 125.000 Euro. Das ist gut, das gefällt mir. Wer horcht wohl am ehesten auf, wenn vom Kästen die Rede ist?
sind das: die Hausstaubmagier, die Pokerspieler, die Steuerfahnder oder sind es tatsächlich Griechenland und Spanien? Gut, gut. Versuchen wir mal irgendwas zu machen. Encasing. So, was kann das sein? Encasing bedeutet ja so viel wie eintreiben. Das würde auf Steuerfahnder oder Griechenland und Spanien drauf tippen. Könnte aber auch natürlich beim Poker irgendein Einzug von Gewinnen sein. Ich weiß nicht, inwiefern ich dir jetzt da helfen soll, aber Encasing heißt auf jeden Fall nicht das, was du denkst, dass es heißt. Ja, ich glaub's auch, weil ich gerade einen falschen Gedanken habe. Aber egal, gut. Trotzdem würde ich sagen, Hausstaubmilbenallergiker fällt für mich raus, weil... Ja, stimmt, Encasing. In einer... Ein Case ist ja zum Beispiel ein Fall. Eine Situation. Also. Ich wäre bei C trotzdem, aber das wäre mir zu heiß. Ich würde die 64.000 nehmen. Okay. Die 64.000 Euro. Letzte Antwort? C. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, du meintest jetzt, wenn ich noch was nehmen dürfte. Nee, ich wollte nur noch nachfragen, ob das deine letzte Antwort ist. Ach so, ja, ich nehme das Geld. Ich nehme das Geld. Gut, er nimmt das Geld. Dann hat der Wolf hier heute Abend tatsächlich 64.000 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich kann dir dann nicht auszahlen, aber du kannst dir gerne vorstellen, wie es in deinem Portemonnaie drin ist. Das werde ich tun. Darf man denn noch erfahren, was die Antwort gewesen wäre? Natürlich. Das machen wir natürlich alles genauso. Hier mal Frage, wer heute wohl von der Case mit zu reden ist. Du hättest gesagt Steuerfahnder. Ja? Richtig. Dann loggen wir das natürlich ein. Und Encasing-Bezüge. Also erstmal, um auf deinen Grundirrtum zurückzukommen. Encasing heißt jetzt nicht etwas wie Fall oder Vorkommen oder Vorfall oder so etwas. Ein Case kann nämlich auch ein Behältnis sein. So wie das Computer-Case. Ach so, das ja. Und Encasing heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt quasi enthaltend oder verdeckend. Und diese Encasing-Bezüge sind tatsächlich für Allergiker, die gegen Hausstaubmilben allergisch sind oder eben auch gegen Bettmilben, sind das Bezüge, die quasi sicherstellen, dass die wirklich hermetisch abgeriegelt sind und dass da keine Ecken ist, was den Hausstaubmilben da erlauben könnte, aus der Bettdecke oder aus dem Kissen wieder herauszukommen. Oder wenn man, das ist auf jeden Fall ein sehr steriler Bezug. Von daher ist die richtige Antwort demnach Hausstaubmilbenallergiker. Gut, das hätte ich zuletzt genommen. Demnach bin ich sehr, sehr froh, dass ich das Geld genommen habe. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da froh bist. Ja, am Ende steht hier immer noch eine stattliche Summe von 64.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch an dich, hast gut gespielt. Auch ohne Joker. Der 16.000 Euro Frage. Dafür ist das doch noch eine ganz stattliche Summe, oder? Ja, finde ich auch. Ja, dann... Vielen Dank für das Spiel. Ja, und ich bedanke mich bei den Zuschauern fürs Zusehen. Jawohl. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, eigentlich kann ich hier den, wenn wir schon dabei sind, hier. So. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute Abend hat gewonnen Herr Wolf aus Wolfhausen 64.000 Euro. Wir sehen uns vielleicht auch nicht wieder. Und jetzt kommt, was kommt eigentlich? Genau, jetzt kommt extra das Magazin. Ich glaube nicht, dass das hier kommt, aber vielleicht kommt noch eine Werbung. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.